darf euch recht herzlich begrüßen hier in Rostorf zum Kreisschützenfest des Wartburg-Schützenkreises. Das machen wir heute in Rostorf, ist auch immer mal woanders. Meistens ist es bei uns, Gott sei Dank. Und wir feiern heute hier mit sehr vielen befreundeten Schützenvereinen, natürlich auch mit Gästen, Besuchern, allen, auch von Patengemeinden aus Rostorf-Darmstadt zum Beispiel, ist eine ganze Delegation wieder da und machen einen gemütlichen Nachmittag. Das Dorf feiert auch. Das Dorf feiert, und zwar Dorffest. Das geht ja schon seit Freitag. Der Hundeverein hat am Freitag gefeiert. Gestern war Fußballspiel. Sportverein, ganz klar. Und natürlich nicht zu vergessen, die Feuerwehr hat gestern Abend noch eine schöne Tanzveranstaltung oben auf unserer Tenne gemacht. War sehr gut besucht. Wir waren auch dort. Sehr schön gewesen. Und heute ist natürlich der krönende Abschluss, das Schützenfest. So, du kriegst das Geschmeide umgehangen. Danke. Der neue König. Mein Glückwunsch. Mein Glückwunsch der Königin, ja. Prinzessin, erster Ritter, zweiter Ritter, mein Glückwunsch, danke, danke. Den Herrschaften. Wir haben schon Mitglieder gehabt, die sich qualifiziert hatten für die deutschen Meisterschaften. Einen deutschen Meister hatten wir bei uns im Verein leider noch nicht, aber dabei sein ist alles. Also unter die vorderen 10 sind wir schon gekommen. Landesmeister haben wir jedes Jahr, einige dabei. Ich war dieses Jahr auch dabei, leider nur Vierter geworden. Das ist immer der Eisenplatz, aber das macht nichts. Wir hatten einige Zweite und auch Erstplatzierte dieses Jahr wieder. Ich denke mal, das ist für so einen kleinen Verein aller Ehren wert, jedes Jahr. Also ich bin eigentlich durch meinen Onkel zum Schießen gekommen. Er hat gesagt, komm, ich nehme dich mal mit. Wir schießen mal ein bisschen was. Und dann hat mir es gefallen. Und ich bin jetzt schon seit 5 Jahren dabei im Schützenverein Rostorf. Und es macht mir sehr viel Spaß. Jetzt hast du gewonnen, ja. Was bist du geworden? Wartburg-Kreisschützenprinzessin.